Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Mitten in der Nacht haben wir zuletzt aufgehört und mitten in der Nacht geht's weiter. Heute sollte Freitag sein. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich muss noch was futtern. Aber der Krebs sollte ja gekocht sein. Yummy Krebs. Und Cooked Crab. Den nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Und dann sollte das mit dem Essen passen. Jetzt brauchen wir nur noch was zu trinken. Und wir müssen heute in dieser Folge unbedingt... So. Wir müssen unbedingt Holz besorgen. Denn Holz ist Mangelware. Und hier einmal kochen verbrennt unheimlich viel. Ach, Minjas. Einmal in die Hand und nehme Feuerzeug. Und raus. So. Einmal hängt. Jetzt besorgen wir uns noch ein paar... Will ich schon mal gucken, ob die Kokosnüsse hier nachgespawnt sind. Nope. Sieht nicht so aus. Gucke ich nochmal bei der Palme hier vorne. Ob da eventuell noch welche übrig sind. Nee, das sieht nicht so aus. So. Gut, Ah, Krabben beim Mondlicht. Zack. Tut mir leid. Du siehst auch ganz gut aus. So, die Krabben brauchen unheimlich lang. Aber ich will das Feuer ausnutzen. Ich hätte wahrscheinlich auch weniger Holz reinpacken können und so mit Holz gespart. Aber... Da habe ich eben nicht dran gedacht. Na komm. So. Jetzt haben wir schon zweimal Tank. Zweimal Tank, zweimal Propeller. Nee, Quatsch, haben wir nicht. Zweimal Tank. Okay, wir können uns bald noch einen Ersatzmotor craften. Eine Sauerstoffflasche. Kann ich damit länger... Ach, da kann ich mir Sauerstoff nachholen unter Wasser, oder wie? Okay. Die hatte ich das letzte Mal auch gefunden. Das habe ich irgendwie völlig verpeilt. Gut, scheiß drauf. Vitamine. Was machen die? Bei Krankheit ist wahrscheinlich, wenn ich hier die faulige Krabbe gefressen habe, dann kann ich mir die reinziehen. So, wo machen wir die Vitamine denn hin? Kommen wir hier zu den Wasserflaschen. Die dahin. So, jetzt gucke ich mal, das Wasser müsste doch schon längst. Bucket Fresh Water, yes. So, schön was trinken. Sleep at night. Genau, wir schlafen jetzt erstmal, dann ist wenigstens Tag. Es war zwar ungewollt jetzt, aber... Guten Morgen. Ein schöner guten Morgen. Ein schöner guten Morgen. So, Paddel und Dings langt. Und zu welcher Insel wollten wir? Da hinten. Die sieht ziemlich nah aus. Wobei das alles Bitmaps sind. Moment. Ach, wir haben jetzt drei Paddel. Nein. So. Überlege ich mir kurz, den Raft kann ich nicht bauen, weil so viel Holz habe ich gar nicht mehr. So, man soll in die Hocke gehen. Dann soll das alles besser gehen. Rutscht man nicht mehr vom Floß. Da vorne ist Gevatter Hai, der kann mich jetzt mal. Und wenn ich jetzt hier genau auf die Insel ziele und paddel... Dann sollte man eigentlich ankommen, egal ob der Nebel auftaucht oder nicht. Ja, jetzt hat mir jemand geschrieben, Mensch, schneid doch mal die Paddelsequenzen raus. Nö, da müsst ihr jetzt durch. Da müsst ihr durch, da müsst ihr genauso durch wie ich. Seht doch nicht die schönen Teile des Let's Plays. Außerdem kann ich ein bisschen was erzählen. Also, Livestream haben wir gestern sehr viel dazugelernt. Sehr viele Leute dabei gewesen, das Spiel kommt ja unheimlich gut bei euch an. Finde ich faszinierend, ich finde das Spiel sieht primär erstmal gut aus.
ob man viel machen kann oder sowas, liegt ja jetzt an den Entwicklern. Also wenn man jetzt hier seine Hütte gebaut hat, dann bleibt nicht allzu viel, was man noch irgendwie craften kann. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Ich hoffe, dass es kein zweites The Forest wird, was viel verspricht und am Ende nicht viel hält. Das mag jetzt den einen oder anderen enttäuschen. Aber ich finde gerade The Forest hat sich nicht so entwickelt, wie ich es erwartet habe. Also da habe ich, oder ich sag mal so, ich habe mir mehr versprochen aus The Forest. Also The Forest war es damals so, dass die so schön berichtet haben, oh, so viel KI und die Kannibalen haben ja soziale Interaktion. Es soll ja auch so ein bisschen reingekommen sein, aber davon merkt man halt nicht viel. Also ist halt auch die Frage, was willst du bei The Forest dauerhaft machen? Kannst du Timmy retten? Das ist ja auch nie aufgeklärt. Ich meine, am Anfang hast du so eine Story, wo dein Sohn entführt wird. Da warte ich als Spieler natürlich, dass ich in irgendeiner Form Timmy retten kann. Da kamen ja immer wieder so Gerüchte, ja, Timmy kannst du retten. Bin ich mir nicht sicher. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da genaues wisst. Habt ihr das schon erlebt? Habt ihr selber Timmy schon retten können? Also, meines Erachtens gibt es da kein Ende. Genauso ist auch hier bei Stranded Deep. Wird man hier gerettet? Also vorgesehen ist es aktuell, glaube ich, noch nicht. Das haben die Entwickler auch geschrieben. Die Frage ist, wird das zukünftig reinkommen? Also wird man bei Stranded Deep zukünftig gerettet werden können? Oder kann man sich, keine Ahnung, ein Floß basteln und bis nach New York übersetzen? Keine Ahnung. So, jetzt habe ich die Befürchtung, da ich nicht mehr weiß, wo ich im Let's Play gestartet bin, dass ich gegebenenfalls jetzt auf eine Insel fahre, die ich in einer der letzten Folgen schon besucht habe. Denn ich glaube nämlich, ein Wrack hier so etwas weit raus aus der Insel kenne ich schon. Das wäre natürlich jetzt übel. Und dann würde ich, glaube ich, zu der da hinten hinfahren. Aber seine alte Bude wiederfinden wird schwierig. So, lass ich das Paddel hier oben? Nö. Go for it. Wir tauchen mal hier rein. Wenn ich hier schon gewesen wäre, hätte ich doch... Oh, doch, siehst du? Mich alles leer gelootet. Shit. Habe ich es doch gewusst. Ja, okay, das war nämlich das Boot, wo ich schon war. Mist. Habe ich mir nicht gemerkt. Und rein in das Ding. Gut, das heißt aber auch, wir holen uns jetzt hier von der Insel erstmal fein Holz. Und dann... Super. Gut, wir holen Holz und dann paddeln wir zurück. Der Regen ist verdammt laut. Also das ist gestern im Livestream, hatte ich glaube ich das Spiel auf volle Pulle. Da hörst du kaum noch was. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt gut, aber wenn ich den Pegel hier sehe, sieht das eigentlich ganz gut aus. Gut, dann nutzen wir halt diese Fahrt hier hin als... als Material holen. Moment, das Paddel lasse ich lieber gleich drin, dann weiß ich nicht genau, was ich dabei hatte. So. Schiff bleibt. Sehr gut. Steinchen raus, Palmenfällen. Man müsste, langfristig müsste man im Spiel auch Sachen anpflanzen können, also Palmen, irgendwie Setzlinge oder sowas. Raumfeld! Oder man müsste an so ein Boot, müsste man einen Anhänger dran basteln können. Oder sagen wir mal Holz mit einer Schnur zum Beispiel zum Bündel packen, was man dann hinter sich herschleppt, wenn man auf den Inseln hinterher reist. Das finde ich jetzt eine coole Idee. So wie man es im wahren Leben ja wahrscheinlich auch machen würde. Das Holz müsste rein theoretisch auftreiben. Schnur dran und ans Boot gebunden und somit dann halt seine Loot-Touren von Insel zu Insel starten. Ob die Entwickler da schon drauf gekommen sind? Das wäre einfach machbar hier mit dem Yucca-Palmen Seil einfach zusammengebunden und ans Boot. Das müsste eigentlich gehen. Das regnet ja echt ganz gut, gell? Überlege ich gerade.
Nicht zu der Insel hier nebenan paddel. Nee, eigentlich sollte ich springen auch nicht nochmal Insel weiter, weil ich habe jetzt Material dabei und dann fahre ich lieber nochmal zu einer anderen Insel. Wie sieht es eigentlich mit meiner Energie aus? Ich sollte was essen. Stimmt, habe ich das kontrolliert, nachdem ich geschlafen habe? We will see. Ja, eigentlich Kokos ist runtergepurzelt. Oder habe ich dir schon das letzte Mal mitgenommen? Oder die sind jetzt ins Wasser, das kann natürlich auch sein. Aus dem Augenwinkel sehen die Inseln immer so nah aus. Man meint, man könnte direkt mal rüberspucken. Palmwedel nehmen wir natürlich auch mit. Perfekt fürs Dach. Was wir eigentlich nicht brauchen. Weil im Moment macht das Ganze noch keinen Sinn. Man kann sein Bett ja nur neben seine Basis dort stellen. Von daher ist es eigentlich nicht sinnvoll, ein Dach zu bauen, überhaupt diese Basis großartig auszubauen. Ich mach's trotzdem. Nehmen den Shirt mit. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wäre das nicht cool, oder dieses Spiel im Multiplayer? Das wäre doch der Hammer, oder? Wenn man sich überlegt, dass man so separat rausfahren kann und jeder erlebt auf dem Weg zu einer anderen Insel was Neues und sammelt da den Stuff ein. Ich habe nur die Befürchtung, wenn man hier übersetzt, dann sieht man ja am Anfang nur diese Bitmaps. Also hier die Insel. Ja, zwei dicke Palmen links, sieht ja aus wie die Insel, zwei dicke Palmen links. Je nach Sichtwinkel wird es ein bisschen größer und ein bisschen kleiner, Entschuldigung. Dass das Spiel gar nicht vorsieht, dass man sich getrennt unterwegs ist, sondern dass es immer um einen rum aufgebaut wird. Ah, der Regen ist weg. So, einmal Holz geht noch. Hast du noch Kokosnüsse? Ja, genau, dann können wir nämlich erstmal was essen. Okay. Ja, wir müssen unbedingt was essen, was trinken. Das heißt, wir machen jetzt mal hier Kokosnuss matschen. Gehen wir mal direkt. So, noch einmal plingen, ist er direkt drinkable. Gibt es immer so Knackgeräusche. Jetzt wird man die Kokosnuss aufbrechen. Ey, 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 ey. Nein, 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 nein. Oh. So. So. Na komm. So, jetzt essen wir noch ein bisschen Kokosnussfleisch und dann... Ah, wenn man durchhält, rafft die das nicht. Dann verliert er den Fokus. Man muss praktisch immer abseits vom Drücken. Da geht noch was. Sehr gut, voll. Die eine Kokosnuss lassen wir da. So, jetzt fällen wir noch einen Baum. Und, beziehungsweise eine Palme. Da. Dann reisen wir erstmal wieder zurück. Das ist halt so ein kleiner Nachteil für so ein Let's Play. Also diese langen Reisezeiten. Ich wünsche mir, dass ich einen Motor finde. Das wäre echt total cool.
Aber ich habe jetzt gesehen, dass es auch Boote unterhalb gibt, die man nicht so leicht sieht. Also es könnte ja auch durchaus sein, dass sich hier irgendwie außerhalb noch ein Boot befindet und ich es einfach nicht raffe. Da oben spritzt sogar richtig Holz weg. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. So, hinten, wo es Richtung Stamm geht. Mit der Handkarte schnitzt hier so eine ganze Palme durch. Beziehungsweise nicht mit der Handkante, sondern natürlich diesem scharfen Stein. Das ist natürlich eine Mordsarbeit. Bin ich mal gespannt. Naja, sieht gut aus. Jetzt ist die Frage, gibt es hier auch noch Wracks außerhalb? Aber das werde ich nicht testen, denn wenn ich überlege, dass ich hier meine Insel verlieren könnte, aus dem Fokus verlieren könnte, da habe ich keinen Bock drauf. So, ich hoffe mal, ich komme hier an dem Ding vorbei. An dem Mast von dem Schiff. Ja, insgesamt gefällt mir das Spiel wirklich richtig gut. Also ich mag dieses Karibische. Ich finde das besser als The Forest. Das ist dieses Düstere. Ich meine, bei The Forest hast du noch Höhlen und hast auch wirklich Gegner. Hier ist mehr die Natur und die Haie im Wasser und so weiter. Ich hoffe mal, dass er den Bereich noch ausbauen, dass man die Notwendigkeit hat, auch mal im Wasser zu tauchen und nach irgendwie ja, Korallenstücken oder solchen Dingen zu tauchen. Ich meine, was bringst du dir, wenn du einen Motor hast? Ja, ich meine, dann ist auch der Witz, dass du dann so viel Sprit hast. Also im Moment ist ja so, dass da der Motor unendlich lang fährt. Dass man praktisch umsonst tanken kann, wenn du so willst. Wo willst du später Sprit draus machen? Ich meine, fossile Brennstoffe, ja. Ich meine, okay, Holz. Müsste eine Dampfmaschine aufs Boot basteln. Oder sowas. Da kommt's hier durch, Junge. Wird schon wieder trüb, oder? Das Wetter. Ist schon wieder ganz dunkel. Okay. Da hat jemand den Lichtschalter gefunden. Das ist wohl der Übergang ins neue Biom. So, jetzt bin ich hart am Überlegen, was ich mit dem gefundenen Material mache. Ich finde, es lohnt sich fast nicht, ein Dach auf diese Hütte da zu bauen. Ich würde mal eher sagen, man könnte die Plattform jetzt erweitern. Also vielleicht ein 2x2 machen und da den ganzen Material hinsetzen. Das würde meines Erachtens mehr Sinn machen, als jetzt ein Dach drauf zu bauen. Auch wenn ein Dach schön aussieht. Also wenn jetzt eine Wand aus Palmenblättern und den Stöckchen da gut aussieht, weiß ich nicht, ob ich das für so sinnvoll halte. Ach ja, schönes Spiel. Gerade ohne Interface finde ich es total klasse. Die Weiten des Meeres sehen und des Himmels und überall Blau und Wölkchen und ein Paddeln. Wusch, wusch, geht's die ganze Zeit. Manch einer spielt dann vor auf YouTube und denkt sich, fuck you. Wenn der weiter paddelt, guck ich nicht weiterhin. Kann ich verstehen. Aber ich mache das hier im Let's Play und ich sag ja auch was in dem Moment. Wenn es überhaupt jemand interessiert, was ich sage. So. So, muss reichen. Paddel hier ran. Und wir waren bei der Insel. Ah ja, doch bei der hier, hinter dem Boot. Alles klar. So, Home Sweet Home. Mache ich noch Palmwedel? Haben wir. So, eigentlich brauchen wir. Moment, ich überlege gerade was. Brauchen wir wirklich eine Leiter? Wäre ja Materialverschwendung. Auf den Stein, auf die Plattform. Hey, geht. Gut. Dann würde ich sagen, erweitern wir das in diese Richtung hier. Probiere ich mal. So. Material hier hin.
Das ist auf jeden Fall ordentlich Holz, was wir mitgebracht haben. Palmwedel. So. Seile haben wir ja zum Glück en masse. Geil. Voll der Holzstapel. Jetzt legen wir hier noch die Palmen drauf, dann sieht es besonders gut aus. Oh, da fällt der Holzstapel in sich zusammen. Und dann werfen wir noch das Seil dahin. So. Und? Wunderhübsch. Mein Materiallager. Ich habe Material gesetzt. Da geht auch so schon die Sonne wieder unter. Das ist echt schade. Aber auch eine Folge ist zu Ende, wo ich vielleicht ein bisschen mehr gepaddelt bin und Dinge getan habe, die vielleicht nicht so interessant waren. Aber das gehört dazu. Das gehört zu dem Let's Play. Hier geht die Sonne unter. Eine Folge geht zu Ende an diesem Freitag. Wir sehen uns schon am Montag wieder zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich drauf auf die nächste Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.